Urgroßvater, Paul Busch, war in der Kavallerie tätig, in der damaligen Zeit. Und er war ein großer Pferdenarr und ging mal im Zirkus. Damals gab es ja keine festen Gebäude, sondern meistens Wanderzirkusse. Und sah da eine Schulreiterin, die ihn begeisterte. Naja, sie wurden bekannt miteinander. Und wie es so war, dann wollten die einen eigenen Zirkus gründen. Und das war alles gut und schön. Bloß damals auch war das... Er kam von einer besseren Familie. Und wenn einer sagt, ja, ich mache jetzt einen Zirkus auf, das war natürlich nicht so gut angesehen, weil die Klassenunterschiede waren ja sehr groß damals. Um sicher zu gehen, dass da nicht irgendwie jetzt hier familiäre Probleme gibt oder so geredet wurde, da hat er das in Svedborg in Dänemark, den Zirkus, gegründet. Das war 1884. Naja, und das ging ganz gut, und einige Zeit später ist er nach Deutschland gekommen, und da noch einen Sprung jetzt zu sagen, nach 10 Jahren oder wann, da hat er 4 feste Gebäude gehabt. Das große Gebäude, Hauptgebäude in Berlin, das liegt am Hackischen Markt, das hieß früher Bahnhof Börse, da am Wasser, das Dreieck da. Und dann ein Gebäude in Hamburg und eins in Breslau und das 4. in Wien. Und seine Tochter, das war die Paula Busch. Und sie haben das auch zusammengearbeitet. So. Und mein Urgroßvater, der starb 1927. Und dann hat die Paula das übernommen. Und ihre Tochter, Michaela Busch, auch eine bekannte Schulreiterin, ist meine Mutter. Ja, da war ich so sehr begeistert eben von ihren Pantomimen. Und sie spielte ja in den Pantomimen die Hauptrolle. Und das war eben für Berlin, war Paula Busch einfach ein Begriff. Und obwohl der Vater Busch war ja eine ganz vornehme Erscheinung, aber er war im Grunde ein konservativer Mann. Er war ja auch mit dem, man kann sagen, mit dem Kaiserhaus sehr eng verbunden. Und die Paula war ja eben sehr liberal, sehr offen in jeder Weise. Ich habe nie eigentlich so eine Frau kennengelernt wie sie, die so offen war und eben für ihre Zeit lebte sie ungefähr 100 Jahre voraus. Und sie war ja die erste Frau, die hier in Berlin auf einem humanistischen Gymnasium ihr Abitur machen wollte. Und das war unmöglich, dass damals eine Frau aufs Gymnasium ging, und so ging sie nach Köln und hat da im kölnischen humanistischen Gymnasium ihr Abitur gemacht und hat außerdem ihren Griechischlehrer geheiratet, ja, und hatte sie ganz heimlich, und das war bei diesem guten Verhältnis. Ich habe selten ein Verhältnis von Vater und Tochter so kennengelernt wie vom alten Busch und seiner Tochter Paula. Dann kam leider dann die Nazizeit, und wir haben auch viele jüdische Mitarbeiter gehabt. Und im Zirkus war das quasi einer der einzigen Möglichkeiten, Leute außer Landes zu bringen. Da haben wir Tigerwagen, also das waren die Tiger- und Raubtierwagen und andere Artistrequisiten, wo das als Fluchthilfe benutzt worden ist. Ging alles ganz gut, bis dann meine Mutters nächste Sekretärin, also besser, die war auch so ein Nazi-Freak
und hat sie an der Gestapo angemeldet. Und das bedeutete, dass er so schnell wie möglich selber fliehen musste. Ne? Der Zirkus hatte schon 34, war es 50-jährige Jubiläum. Und da wurde noch groß gefeiert. Aber da lag schon in der Luft, dass der Zirkus abgerissen wurde. Er hatte die Paula großen Ärger, wurde Weihnachten 34, hatten sie schon alles für die Vorstellung verkauft und sie bekam das Verbot, Aufführungsverbot für Weihnachten. Es war eine Katastrophe. Und Paula hat sich dann noch sehr bemüht, weil sie mit der Frau von dem unseren damaligen dicken Göring, ist ein Begriff, wer Göring war, die war Schauspielerin in Hamburg und sie kannten sich dadurch und da hatte sie sich an sie gewandt, ob er nicht versuchen könnte, ihr Hauptgegner in Berlin war nämlich der, heute würde man sagen, regierende Bürgermeister der Stadt Lippert. Es war ein Ekel, dieser Mann. Und der hat die Paula, also ihr Schwierigkeiten gemacht, wo er nur konnte. Und dann ist es gewesen, bis zum Jahr 1937 stand der Zirkus im Verfall. Und 1937 wurde er abgerissen. 37. Ich war damals 6 Jahre alt. Und dann sind wir von, ich weiß nicht, was für eine Stadt das war, war das Hamburg oder Berlin, da gab es so Sonderflugzeuge, die von Ausland, von Deutschland nach Schweden gefahren sind. Und es war auch so spannend, bevor das Flugzeug losfahrt, das wollte schon losfahren, damals haben sie ja so Rollgangway gehabt, ohne Autos, dann kamen noch so ein paar Nazi-Typen, so im langen Ledermantel, sind dann mal ins Flugzeug rein und haben da einen abgeholt noch, mitgeholt. Ne? Da hat man, hab ich schon alleine, ich habe ja auch gewusst, aber mit 6 Jahren weiß man ja schon, dass das irgendwie ein bisschen brenzlig ist. Ne? Naja, ging nochmal alles gut. Ne? Mutter hat ja auch sehr viel Material in Deutschland gehabt. Und man konnte jetzt nicht, man wurde aufgenommen als Refugees, also als Flüchtling in Schweden und viele anderen Länder, wo die Nazis nicht hatten. Bloß man dürfte keine Vermögenheit mitbringen, weil das würde dann als Kapitalsflucht, nicht? Sonst könnten sie andere auch abhauen, nur sicher und das ganze Kapital und Geld, also man wurde da enteignet. Bloß damals ging es noch, dass man eine Scheinehe machen könnte. Also meine Eltern waren schon lange geschieden. Ne? Und dann hat meine Mutter da eine Scheinehe, eingegangen. Und dann wurde sie ja quasi über Nacht schwedische Staatsbürgerin. Und ich auch, ne? Naja, und dann hat sie nochmal den Mut gehabt, dann ist sie nochmal zurück nach Deutschland gefahren und hat das irgendwie organisiert, die ganzen Sachen. Naja, und so hat sie dann das ganze Material mit nach Schweden gehabt. Und dann hat ein Bekannter von meiner Mutter, von der Familie Huck, das ist eine ganz bekannte französische Zirkusfamilie,
Und meine Mutter und er, die haben dann einen Kinderzirkus gegründet. Der hieß Fürewigs Born Circus, also Fürewigs Kinderzirkus. Und es waren Kinder, die einen eigenen Zirkus gemacht haben. Und die Kinder, die waren so von 6, 7, natürlich auch mit Betreuung, und ja, 14, 15. Und die haben da ein richtig schönes Zirkusprogramm gehabt. Ich habe da Voltige geritten, also Akrobatik zu Pferd. Dann sind wir auch in Schweden rumturniert, in größeren Städten wie Stockholm, Liseberg, das ist in Göteborg, und Malmö, also es waren nur 3 Städte so. Und die haben sehr großen Erfolg gekriegt. Ne? Und einmal kann mich ganz schwach erinnern, ich habe bloß damals nicht gewusst, von wem, das war in Stockholm, haben die auch eine Königsloge gehabt, oben. Und der war damals der König auch, das war Gustav V. mit seiner Familie. Und da habe ich einen Blumenstrauß bekommen. Nee, und das war von der Prinzessin Desiree. Nee, und das habe ich aber damals noch nicht begriffen oder so. Nee. Müsste mir heute mal passieren. Nee. Naja. Wo wir in Schweden waren, 47, 48, 49, da waren wir auf Engagement, um Geld zu verdienen, weil der Wunschtraum von meiner Mutter war ja, in Berlin wieder einen Zirkus Busch zu öffnen. Und das ging 1952. Nee, dann war große Premiere am Funkturm, genau da, wo das ITC jetzt steht. Das war ein riesengroßer Zirkusplatz und da standen wir da 3 Monate ausverkauft. Nee, also es war ein wahnsinniges Comeback. Naja, und wie das so war, dann, wenn alles gut läuft, dann kommt immer mehr dazu. Und da war eine Filmfirma, Gloria Filmverleih oder Filmfirma in München, die wollte einen Zirkusfilm drehen in Asien. Die wollte das irgendwie kombinieren. Ne? Und dann haben wir Kontakt gekriegt zu einem ganz tollen ceylonesischen, Ceylon damals, Sri Lanka, Geschäftsmann, einer der reichsten Männer in Sri Lanka, Ceylon, also in Ceylon, damals Ceylon, der auch für die Show zuständig war. Nicht? Und der hat uns engagiert und da sind wir dann 53 mit den halben, das Geschäft hat sich geteilt, nach Asien gefahren, von Genua aus, Italien. Ne? Mit einem alten Schiff, italienischer Frachter, so halb Fracht, halb Passagiere, ne? Toskana hieß der. Ja, und da sind wir in Colombo angekommen und haben da ein halbes Jahr oder 7 Monate ausverkaufte Häuser, nicht? Also ging ganz fantastisch, weil da waren auch weiße Artisten, nicht? Und Mädels, viele Frauen, auch Hochseilartisten, nicht? Also es war eine sagenhafte Zeit. Und dann haben die gleichzeitig den Film gedreht, Sterne über Colombo. Die haben bloß einen Fehler gemacht damals, die haben den Veit Harland als Regisseur genommen. Und Veit Harland damals, ich weiß jetzt nicht, ob er Nazi war oder nicht, oder wie weit und so, aber der hat die Filme auch, so Nazi-Filme, Jude Süß und Die Goldene Stadt oder irgend sowas gedreht. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf Zwang war oder kann ich mir sagen. Jedenfalls hat der Film gute Kritik gekriegt damals, aber der war nicht so beliebt wegen Veit Harland. Und seine damalige Frau, das war die Schwedin Christina Söder. Söderbaum, ne? Ja, ich habe auch eine Rolle gehabt da. Ich war ein junger Liebhaber, wollte das sein zu Christina Söderbaum. Bloß ich war damals nur 16, es sollte so eine Nebenrolle sein. Nicht? Und dann wussten sie wahrscheinlich nicht, wohin mit mir, wie soll der Schluss sein. Ich wurde einfach ermordet vom René Delten als böser Inder, ne? Da war ich weg. Aber das ist eine gute Lösung dann. Ne? Für mich eigentlich, so ist es in meinem Film. Oh, wohin mit denen? Oh, kriegt er ein Messer an den Rücken. Ne? Wups, und dann weg. Das war, wo ich von Asien zurückgekommen bin. Da habe ich den kommenden Winter ein 3-Monats-Engagement gehabt in Budapest. Staatszirkus mitten in Budapest. Ne? Sehr, sehr, sehr schöne Stadt alles. Und wir waren da 3 Monate zusammen mit einem schwedischen Zirkus auch von Trolle Rodin damals, der hat die großen Wasserpantomimen gehabt da. Ja, und beim Abfahren hat man natürlich gute Freunde gehabt und alles. Und da war auch ein Artistenpaar, ein dänisches, 2 Männer. Und die wollten dann, der eine hat sich
in einer Ungarn Balletttänzerin verliebt, ein sehr hübsches Mädchen. Und ja, wie kriegt man die raus? Nicht? Und das war natürlich so eine Sache, das war ja also Menschenschmuggel in den Oststaaten, das war ja echt. Nicht? Aber damals hat man vielleicht nicht so dran gedacht. Nicht? Und dann ist der Zirkus auf Güter, auf Loren transportiert worden. Also die Zirkuswagen, die kommen auf so einen Lore-Zug. Nicht? Und man, je nachdem passen da zwei Züge, zwei Zirkuswagen auf einer Lore. Nicht? Oder wenn es ein langer Zirkuswagen ist, dann eben auf eine Lore. Und wir standen so zusammen dann, also Front an Front. Nicht? Und dann sagen wir, Mensch, wie machen wir das? Naja, irgendwas wird so einfallen. Nicht? Und dann fragen wir so einen auf, der hat so ein bisschen Deutsch gekonnt, wann fährt der Zug? Weil wir haben den gesehen, da stehen. Ja, der fährt dann und dann und so. Und ich, und auf einmal gucken, oh, Frank, der Zug fährt. Und wir hinterher in den Zug. Nicht? Wie so ein Westernfilm, letzte Minute, den letzten Wagen noch und dann rauf da. Nicht? Und die Wodkaflasche, die ist durch die Tüte, die ist irgendwie zerschellt. Nicht? Naja, und da sind wir dann hinter den Zug her und dann beim fahrenden Zug untergekrochen, einmal übers Dach. So, nicht? Und da war, und dann da kommen runter, da hinten ist ein Tunnel, nicht? Das war, also das war richtig wie so ein Western. Wir müssten bestimmt so 6, 7 Loren unten und über am fahrenden Zug überqueren, nicht? Und dann habe ich im Bett dann, das war so ein Viererabteil auch, in meinem Bett haben wir die eine Matratze geteilt, längs, die hat sich dahinter gelegt, rüber, also das mal, also mal, wenn man allein im Bett war, nicht? Und dann kam dann die Grenzerei, nicht? Und im selben Moment, da wurde ein mulmig. Vorher nicht, nicht? Weil die kontrollieren da alles, nicht? Und was mir übel, ich habe da gerade so eine Zeitung oder was gehabt oder dies. Und ich habe vorher ganz gut gegessen gehabt. Und wo die da, wir waren alle ziemlich weiß, nicht? Dann sind die da rumgegangen und da drehe ich mir ab und habe den hier gemacht mit der Zeitung und Dings und habe dann glatt über den ganzen Boden gekotzt. Bäh, da denke ich, ihr habt ja hier als Schweine da. Und ja, solche Blicke dann, nicht? Und die haben dann irgendwas gesagt, so dies. Das hat ja auch gestunken, nicht? Und dann nochmal, also gemacht und da sind die rausgegangen, nicht? Puh. Das war echt, da habe ich ja, da war mal fast echt schlecht dabei, ne? Also naja. Hat auch vielen Leuten geholfen. Naja, nur der einen dann, nicht? Was daraus geworden ist später, weiß ich nicht, ne? Aber das war schon ein bisschen abenteuerlich, ne? Wenn man im Zirkusmilieu aufgewachsen ist, ist es sehr schwer, davon loszukommen. Und ich habe lange nach einem Zirkus gesucht, mit professionellen Artisten und mit ungewöhnlichen Darbietungen, was wirklich zum Publikum ankommt. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich die schließlich gefunden habe. Das ist mit den Artisten vom Zirkus Paul Busch und Zirkus Busch aus Berlin hervorragend gelungen. Ja, es hat sich vieles geändert im Zirkus, ne? Die Leute heutzutage wollen nicht mehr die Super-Shows sehen. Die wollen 2 Stunden gut unterhalten werden. Und ja, die Publikumzahlen sind zurückgegangen. Du hast nicht mehr diese Publikumzahlen, die mal vor 20, 25 Jahren gewesen sind. Du musst heute vor kleinerem Publikum arbeiten. Und es ist eben schwieriger auch da eben, ne, wenn du jetzt eine Vorstellung hast und da nur 50 bis 80 Leute drin sitzen oder manchmal vielleicht sogar noch weniger und da eben Atmosphäre aufzubauen. Und das ist eben die Kunst heutzutage, dass du eben die Leute auch zufrieden dann aus dem Zelt wieder gehen und sagen, das war schön gewesen. Ne? Das hat sich geändert an der Zirkuswelt. Dann ist das Zeitalter des Internets eingetreten. Die Leute sind so medienüberladen. Per Klick können sich die schönsten und besten Artisten anschauen oder Zirkusprogramme
und brauchen sich da noch nicht mal aus dem Sessel bewegen. Ne? Und bei uns ist eben, es ist nicht zu vergleichen wie mit echten Zirkus. Ne? Zirkus live zu erleben ist ein Hauch von Nostalgie und Romantik im Zeitalter des Internets. Also hier kann man noch echten Zirkus sehen, riechen, spüren. Echte Leistung von Mensch und Tier. Was das Schlimme ist ja unser Leben. Du hast jetzt zum Beispiel, wenn wir einen Auf- oder Abbautag haben, ne? Oder wir sagen, wir haben letzten Tag, bauen ab, Platzwechsel, dann kommst du ja abends irgendwann in der Nacht auf einen anderen Platz an. Da ist ja noch kein Strom, noch kein Wasser. Gar nicht, manchmal. Ja. Ich probiere das immer so hinzukriegen, damit wir ankommen, dass gleich Strom und Wasser da ist. Wir haben ja Wassertanks für die Tiere, die wir auffüllen, bevor wir wegfahren, damit die Tiere versorgt sind. Aber du kommst ja mal, aber wir Menschen, wir haben ja nicht Kinder, kommst an, es ist nicht gleich Wasser da. Du musst so stinkig und dreckig ins Bett gehen. Ja. Ne? Es ist ja so. Ne? Und dann stehst du früh morgens auf, ungewaschen, legst deine Schläuche und Kabel und ja, bevor du erstmal dich vernünftig wieder waschen kannst. Aber dann geht der Aufbau schon wieder los und dann kommst du auf Plätze, wo Wiese ist, regnet ein bisschen, dann mit die LKWs ist der Platz total matsch zerfahren und dann, ne, und dann laufst du rum und dann, das ist ein Leben, was nicht jeder mitmacht. Das ist... Also da muss man, man muss für geboren sein. Zu der damaligen Zeit war ja Zirkus was ganz Besonderes. Da gab es kein Fernsehen, kein Kino und nix. Also das war das Ereignis Nummer eins, was man sagen kann. Ne? Früher war das ein Zirkus, ja, das war wie eine Stadt. Die haben eine Schneiderei gehabt, eine Tischlerei, eine Schmiedewerkstatt. Da war das Tierarzt, ne, zwei, drei Büroleute, Fachleute. Das war richtig wie eine kleine Stadt war das, ne? Und das ist natürlich, und das sieht man ja heute auch, wenn man früher sogar in den 70er Jahren mit einem Zirkus irgendwo in Deutschland in eine Stadt gekommen ist, da waren da manchmal 200 Kinder, ob die Schule jetzt geschwänzt hat oder nicht, die wollten sehen alles, haben mitgeholfen, im Zirkus aufbauen, so Bretter tragen, gegen Freikarten, ne? Zirkus war was Edles, ne? bis in den 70er, 80er Jahren, ne? Und dann ist der Zirkus leider... Hast du ja damals die 12 Eisbären von Krone gehabt. Ja. Ne, das war so fasziniert. Du bist nicht klein, aber du bist nicht riesengroß. Ich bin auch nicht zu groß. Und dann die riesen diese riesen Bären, die waren über drei Meter. Doppelt groß. So groß wie du im Verhältnis, wenn sie hochgegangen haben. Ja, ja. Und da waren 12 Stück davon. Ach, das war eine schöne Gruppe. Ja, echt. Gibt's ja heute nicht mehr. Nee. Ist vorbei. Es ist aus. Ja. Nee, das war wirklich faszinierend. Also schade, ganz, das war ganz kleinem Verhältnis und dann die riesen Dinger, ja. 12 Eisbären. Und das war auch für mich nicht so einfach, die auseinanderzuhalten. Das kann ich mir denken. Ich hab die übernommen innerhalb 3 Tagen und wusste nicht, wer es wäre. Ich habe mir das aufgeschrieben und aufgemalt und alles Mögliche, aber die sahen ja alle gleich aus. Die hat jeder einen anderen Charakter von den Eisbären. Und 12 Stück, man muss immer wissen, was der hinter einem macht oder im Schilde führt. Da war doch mal in den Anfang 70er ein junges, hübsches Mädchen, ich glaube Althoff, die haben sie doch aufgefressen, nicht angefallen. Der Althoff, die haben ja die Bären gekauft nachher. Und da, die haben eine reingesteckt aus der Küche. Ein junges Mädchen. Die haben gesagt, da war eine Frau drin, da können wir wieder ein Mädchen reinschmeißen. Und die ist zerfleischt. Und die haben sie aufgefressen. In der Vorstellung. Ja. Okay. Ich habe es gelesen. Man muss aufpassen. Man muss etwas mehr aufpassen als im Straßenverkehr. Das glaube ich. Da in Asien hat einmal ein Tiger den Arm abgebissen von einem Pfleger.
Nee, und ja, und dann gewisse Abstürzung von oben, nicht, wo sie abstürzen vom Drahtseil oder so, ne? Aber jetzt neuerdings, das ist schon alt, auch 30 Jahre her, da ist auch alles mit Netz, ne? Also keiner darf mehr ohne, was ich auch richtig finde, ne? Zirkus ist ein gefährliches Leben, ja, richtig, genau. Ja, man ist immer irgendwie mit einem Bein im Krankenhaus. Haben wir jetzt vor kurzem erst gesehen, die Sally, wo abgestürzt ist, da in der Vorstellung bei der Peggy und beim Strolli. Mein Junge am Schwungseil auch schon zweimal runtergefallen und ja, so eine Sachen passieren eben, ne? Aber das ist unser Beruf und wie gesagt, ich kenne nichts anderes, ich will auch nichts anderes machen. Unser Beruf ist ein Virus. Wer einmal Sägespäne in die Schuhe hat, kriegt sie nie mehr raus. Ne? Einmal Zirkus, immer Zirkus. Ich muss auch sagen, ich bin schon über 30 Jahre weg vom normalen Zirkus. Weil meine letzte Zirkussaison, die war 78, da war ich engagiert bei Zirkus Eros, also ein ostdeutscher Zirkus, in Tschechoslowakei haben wir das turniert. Und seitdem habe ich schon gemerkt oder ein Gefühl gehabt, dass irgendwie der Zirkus also nicht mehr das ist, was er mal war, ne? Und da bin ich dann schon ausgestiegen. Und dann habe ich 20 Jahre lang ein Varieté gemacht. Also eigenes Varieté mit eigenen Ideen, mit meiner damaligen Frau, eine durchgehende Geschichte. Und das war natürlich auch ohne Tiere. Ich liebe Tiere auch und ich finde auch, ein Zirkus müsste immer ein paar Tiere haben, ne? Und die Tiere, die wir gehabt haben im Varieté, das waren alles künstliche Tiere, die auch nicht schlecht angekommen sind. Der Hund, der Bauchrednerpuppe und die Schlange und so verschiedene andere Sachen, also künstlich. Es tun ja im Internet viele Bilder kursieren, wo Tiere geschlagen, misshandelt werden und das sind ja alles keine Bilder, die hier bei uns in Deutschland sind, ne? Und das ist eben ein Problem und der Nichtwissende, der lässt sich dann eben dann davon auch verleiten und sagt, nee, da gehen wir nicht hin, das sind Tierquäler oder das wollen wir nicht sehen, obwohl es ja wirklich an dem gar nicht ist. Wir werden mehr kontrolliert als ein Lebensmittelbetrieb. Also wir sind jede Woche steht das Veterinär bei uns auf der Matte und kontrolliert, ob die Tiere gut untergebracht sind. Ne? Und also wie gesagt, man kann sich nichts Schlechtes erlauben heutzutage. Ne? Und dann ist ja, wenn du, kommen jetzt hier, wir haben die erste Vorstellung, dann kommen Zirkusbesuche rein, wir bieten ja auch bei uns in der Vorstellung an, in der Pause, dass die Leute sich einmal einen Blick hinter den Kulissen, dass sie sich überzeugen können, wie die Tiere untergebracht sind, wo die Tiere leben, wo die Tiere ihren Alltag verbringen und die können sich davon selbst überzeugen und wenn du würdest jetzt dann da in der Tierschau abgemagerte Tiere stehen haben oder dass die keine Auslaufmöglichkeiten hätten, dann spricht sich das sofort rum im Ort und dann sagen die Leute, da brauchst du nicht hingehen. Die legen keinen Wert auf ihre Tiere oder behandeln ihre Tiere schlecht. Ne? Oder dann sind welche dabei, die klicken es im Internet rein und ruckzuck hast du deinen Ruf, deinen Namen verloren und dann kannst du dicht machen. Also man kann sich nichts Schlechtes erlauben. Also, Jimmy, es freut mich sehr, dass du heute Abend hier bist. Ja, mich auch. Du hast doch früher eine ganz tolle Hellsehnummer gehabt. Ja, das stimmt. Willst du uns nicht mal eine ganz kleine Vorführung machen? Na ja, dann ist unser Ding sein Nuss. Okay, und um sicher zu gehen, dass auch hier nicht geschummelt wird, da haben wir hier eine undurchsichtbare Brille. Und die setzen wir dann mal auf hier. So, oh ja, siehst du, das ist speziell für dich gemacht. So, ja. So. Kannst du was sehen? Nein, es ist ganz dunkel. Re-ra-runkel, im Affenarsch ist dunkel. Da kann ja gar nicht helle sein, denn da scheint ja keine Sonne rein. So, benimm dich jetzt, ja?
Also, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay. Also, wo fangen wir an? Zum Beispiel da hinten, weißt du die Farbe von der Tischdecke da hinten? Die ist weiß. Sehr gut. Und die Vorhänge da hinten, bitte errote mal die Farbe von den Vorhängen. Die sind rot. Sehr gut. Fantastisch. Und da hinten, das ist ein, steht eine Flasche auf dem Tisch. Bitte ergründe mal die Farbe von der Flasche. Die ist grün. Sehr gut. Fantastisch. Und was haben wir hier? Etwas für unsere bayerischen Freunde. Was haben wir hier? Ein Hanna. Sehr gut. Ganz fantastisch. Und ganz zum Schluss, da hinten sitzt ein Herr. Bitte nenne den Gegenstand, welche er auf der Nase trägt. Kann ich nicht. Tut mir leid. Bitte konzentriere dich und sag, was trägt der Herr da hinten auf der Nase? Kann ich nicht. Sag es und brille es heraus. Eine Drille! Ganz fantastisch. Dankeschön. Sehr gut gemacht. Ja. Naja, und dann bin ich in Allgäu gestrandet damals beim guten Bekannten Hardy, der Kinderzauberer. Der hatte ein schönes Zaubertheater gehabt, richtig vom Feinsten. Und da war ich dann ein knappes Jahr und dann habe ich da auch so nebenbei viele Sachen einstudiert. Und da war eine Bühne, da hast du auch was machen können. Und wenn du dich blamiert hast, bist du einfach rausgegangen. Das waren meistens auch viele so Touristenbusse und so. Also da war das nicht so schlimm. Aber man hat sehr viel gelernt da. Naja, und dann in der Zwischenzeit habe ich eine Fahrgeschau gehabt und dann also Sensationsdarstellungen in Fesselung am brennenden Seil. Und dann kam dazu, dass in den 70er Jahren, da war sehr populär, in Diskotheken aufzutreten. Das war eine sehr gute Zeit und da haben wir manchmal ein, zwei Diskothekenjobs in der Woche gehabt. Und das ist ziemlich anstrengend. Also das war von Südtirol bis oben, bis Flensburg rumgemacht. Und dann war das eine Sache, das war so eine lustige Sache im Allgäu. Im Zaubertheater, das war ein ganz tolles Team, junge Leute, alles, wir saßen da immer rum und dann war Fasching und dann haben da irgendwie was erzählt, da vom eine Dracula-Show zu Fasching zu machen. Mit allem drum und dran, mit der Lucrezia, mit dem Kreuz, mit Technik, wenn man das anfasst zum Schluss, das brennt und Rauch aus dem Sarg hat man drin gelegen als Dracula, geraucht, dass der Rauch rauskommt und so. Und die haben wir dann in der Diskothek dann gemacht und das hat einer gesehen, anderer da wieder engagiert da. Also es war zum Schluss, konnten wir es gar nicht mehr für Aufträge retten. Allein, ich habe sogar Straßentheater gemacht und gut verdient damit. Und einmal, ich rede jetzt von 81, 82, da war ich ja schon ein paar Jahre weg vom Zirkus. Und einmal kommt da ein Artist, den ich damals mit den, ja, früher mal gut, ganz gut gekannt habe, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, kommt da vorbei, da auf dem Kuhdamm, da in der Ecke da, in der Nähe bei Joes Biersalon in der Ecke da und sage, hey, Papa, was machst denn du hier? Hier, du Straßentheater? Da sage ich, ja, mir geht's gut, ich verdiene dann mehr Geld wie im Zirkus. Hat er nichts mehr gesagt. Naja. Na, man kann im Zirkus hat auch gut verdient, nicht? Aber es ist umso teurer das Leben da, nicht? Solange du nicht Bett und Herd, okay, du hast deinen Campingwagen, nicht, dabei, aber das ist immer anders, als wenn du irgendwie privat wohnst, da kannst du ganz anders disponieren, nicht? Und da natürlich, ja, geht man abends mal aus, man isst und dies und das ist teuer, nicht? Also das was du zum Leben brauchst, ist nicht so teuer heute, auch privat. Nur das Überflüssige ist teuer, ne? Was man nicht so braucht. Nicht, aber was man sich gönnen will, aber das ist teuer. Naja, das ist sowieso mit Geld verdienen. Nicht? Das ist ja auch so, hat mich einer mal gefragt, wie mit Geld verdienen. Da sage ich, es gibt zweierlei Arten, Geld zu verdienen. Die eine Idee, die Nummer eins, mit deinen eigenen Ideen, mit deinem eigenen Fleiß, mit deinem eigenen Knowledge, Fleißigkeit. Und die zweite ist, durch andere Leute's Doofheit.
Aber wenn du die ein bisschen kombinierst, ich nicht, mach das nicht, aber wenn man die heutzutage, dann wird das richtig kombiniert überall, ne? Da rief mich Holger Klotzbach von Berlin an, das ist ein guter Bekannter von mir, von früher, der besitzt das Hotel Tippi und Bar Jeder Vernunft, ob ich nicht interessiert werde, nach Berlin zu kommen, weil er hatte eine Krankenschwester, ehemalige Krankenschwester, will ein Zirkuszelt aufbauen auf dem Potsdamer Platz. Und ich wäre ja Zeltmeister und kenne mich mit den technischen Sachen aus, ob ich nicht interessiert wäre. Da habe ich gesagt, du, lieber Holger, du bist ein guter Freund von mir. Wir haben viel Spaß früher gehabt und so, aber bitte hör auf mit Zirkus. Ich bin gerade drei Jahre oder ein Jahr davon weg. Nein, also, das soll das ganze Jahr stehen und das ist kein Problem und du hast Berlin und so. Und da kenne ich ja Berlin auch vom Frühjahr. Na, sage ich, okay, ich gucke es mir mal an. Und das war im 97 war das. Und naja, ich werde es mal versuchen. Nicht? Und dann bin ich eben 21 Jahre da geblieben. Nicht? Also wir haben das Zelt, aber ich war Techniker, es war Zeltmeister da. Und da waren natürlich sehr viele andere auch da. Das war eine ganz neue Sache, Institution für Berlin. Also was ganz Neues, sehr gut alles angekommen. So. Und das war so 10, 15 Leute, die da mit dem Anfang da waren. Nicht? Ich war am Anfang Tempodrom, da wo die Show war, da war einer, der war ganz toll immer, der war immer zu Hilfe da, immer hat er gearbeitet, der war immer, was ich denen gesagt habe, hat er auch gemacht. Und dann einen Abend sage ich, du Mensch, jetzt zur Premiere heute kannst du kein weißes Hemd anziehen oder ein sauberes Hemd. Oh, war keins mehr da, sagt er. Nee, das war so richtig Alternativkommune. Ne? Aber im Tempodrom war ja eine Vermischung aus Kultur. Ja, das war Theater, Kultur, Varieté, das war alles. Ne? Und da haben schon da wahnsinnige Bands gespielt und alles. Nicht? Das war so eine ganz, ganz tolle Sache. Nicht? Und vor allen Dingen auch das ganze Team war so toll. Ne? Und das macht natürlich auch sehr viel aus. Nicht? Eine tolle, eine interessante Begebung, also gerade für mich war interessant, dass der Dalai Lama auf Besuch in Tempodrom war, sogar zweimal. Ne? Und das war erstaunlich. Irgendwie. Das war auch in den 90er Jahren, glaube ich. Und erzähl mal ein bisschen, was habt ihr... Naja, der war auch in dem Wagen drin bei Irene Mössinger, nicht? Im Tempodrom, die Chefin von Tempodrom. Ne? Und mehrere von uns haben ihn begegnet. Ne? Und das war schon ein tolles Erlebnis. Tempodrom, ja. Also das war auch ein Beweis, Tempodrom, dass da auch alle Gruppen waren von jedem, ob das türkische waren, ob das jetzt eine Schwulenschau war oder sonst, das war alles, wie heißt das, das war alles neutral, nicht? Also das war alles, aber das alte Tempodrom in den Zelten, das war wirklich einmalig. Ne? Und dann wurde ja alles dann aufgegeben, verschrottet und so. Weil es ist ja leider so, dass durch die Zeit jetzt hat manchmal Zirkus schon einen negativen Namen. So schlimm sich das anhört, nicht? Aber das merkt man irgendwie Zirkus, ja, nicht? Also es ist eben, weil zu viele Zirkus haben sich selber zu sehr runtergewirtschaftet. Das ist nicht mehr das Zirkus, was es früher war. Leider. Also jeder Mensch heutzutage oder jeder Mensch braucht eine gewisse Unterhaltung. Manche mehr, manche weniger. Und das ist wie ein Sättigungsgefühl, nicht? Also wenn man jeder Mensch hat Hunger und er isst, bis er satt ist. Und genau so das Entertainment, ja, wenn er den ganzen Tag oder drei Stunden am Tag Entertainment auf dem iPad hat oder auf dem Internet, ja, da ist das auch zur Zeit ein großes Teil gesättigt. Und dann hat er bestimmt nicht Lust, abends im Zirkus zu gehen. Der Zirkus wird nie aussterben. Nicht, das wird immer. Aber inwiefern, nicht? Also,